Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MindCity hier auf dem Minecraft-Server 1.15.1 in unserer kleinen Welt. So, eigentlich brauche ich... Oh, das Eisen ist schon durchgelaufen. Eigentlich brauche ich massig Eisen, damit wir unten unser automatisches Lager weiterbauen können, weil ihr habt ja, denke ich, gesehen in der Folge, in der letzten Folge, die Eisenfarm, die Farm, die braucht so viel, mach den hier mal an, so viel Eisen, das ist unglaublich. Ich hoffe, dass ich jetzt schnell genug hinterkomme. Wir sind übrigens Level 43, das habe ich ein bisschen der Eisenfarm zu verdanken. Der Zombie-Farm zu verdanken. Und auch natürlich der Kaktus- und der Bambus-Farm. Das heißt, wir können eigentlich unsere gute Spitzhacke dann nochmal verzaubern. Ich gucke jetzt gerade mal, ob hier gleich wieder ein bisschen Zombies sind. Nee, ist nichts da. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich noch ein paar Chests baue. Danke, okay, genau. Grüne Farbe haben wir hier schon liegen. Aus der grünen Farbe wird natürlich was Schönes passieren. Hier haben wir noch ein paar Chests, sehr gut. Aus der grünen Farbe werden wir grüne Wolle machen. Aus der grünen Wolle werden wir... oh, kommen doch ein paar Hopperchen raus. Aus der grünen Wolle werden wir den Fußboden dann hier gestalten. So, das passt. Jetzt muss ich gerade mal hier oben wieder reingucken. Okay. Was ich mir gedacht habe, ist, weshalb der hier vorne die ersten zwei Kisten befüllt. Es kommt ja hier rein, dann bleibt es da kurz liegen, weil das der gerade Strom ist. Also wenn ich die Hopperei wegmachen würde, dann würde er wahrscheinlich ganz normal jede Kiste einzeln befüllen. Ich möchte jetzt mal kurz gucken... Ich brauche noch Holz. Ich brauche noch Megakisten. Ich guck mal, ob ich noch Holz habe. Also ich habe probiert, eine Eisengolem-Farm zu bauen, aber ich bin irgendwie zu doof dafür. Vielleicht kommt da die Tage nochmal jemand mit zum Zocken und dann hat der vielleicht eine Ahnung davon und wird mir dabei helfen. Das wäre zumindest ideal. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich einfach nur stupid. Warte mal, die Kiste können wir ja eigentlich auch mal sinnvoll nutzen. Haben wir keine Kisten mehr, gell? Nee. Das kann man weg. Ich muss mal ein bisschen sortieren. Ich war nämlich vorhin ein Dorf suchen. Ich habe eins gefunden. Da, wer hätte es gedacht. Aber ich habe das da absolut nicht hinbekommen mit einer Golem-Farm. Das wollte einfach nicht. Also, ich bin einfach kein Technik-Typi. Darum habe ich da halt nichts hingekriegt. Ah, nee, warte mal, hier können wir gar nichts machen. Da muss es drüber laufen. Da haben wir noch einen Trichter. Hier kommt dann eine Zierde vorne hin. So. Und jetzt haben wir theoretisch 2, 4, 6, 8 Plätze, wo wir Kisten platzieren können. Cobblestone dabei, ey. Gibt's das denn? Ja, Cobblestone haben wir natürlich hier eigentlich schon einsortiert. Ich kann mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dup. Dann kann das hier unten weg.
Ja, ich lasse es, ich ziehe das hier einfach durch. Ist aber ungeschickt. Ich sollte vielleicht erst die Redstone Torches unten drunter setzen. So. So. Und vor allem brauchen wir, glaube ich, hier auch Verstärkung. Achso, nee, das ist ja immer nur ein Signal, was so kurz hin und her läuft. Das Wasser oben sitzt ja, glaube ich. Das werde ich nochmal wegmachen müssen, wenn wir hier die Verkleidung schön bauen. Aber generell kann das erstmal da bleiben. Wir brauchen noch mehr Comparator, glaube ich. Ja, Stein haben wir natürlich auch jetzt nicht so gut, nicht so viel. Ist ja wohl logisch. Immer das, was wir brauchen, haben wir nicht. Hier haben wir noch Stein. Also hier ist irgendwie ein bisschen dunkel, oder? Meine ich das nur? Mal den Sand weg. So, haben wir hier noch ein paar von diesen Lämpchen. Halt so eine Unordnung, ich weiß gar nicht, wie ich damit überhaupt überleben konnte. Keine Lampen mehr. Dann opfere ich nochmal ein Eisen, um hier nochmal so eine Lampe zu bauen. Bevor hier dann wieder irgendwelche Zombies spawnen. Okay, das war natürlich auch wieder ein Fail. Das soll nämlich höher hängen. So. Was wollte ich machen? Comparator. Ja, Quarz. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich wollte es nur nochmal überprüft haben. So. Hä? Kriegt man aus Quarzblöcken keinen Quarz mehr raus? LOL, ist nicht wahr. Ach nö. Und ich habe allen Quarz hier zu Blöcken gemacht. Sehr intelligent. Das ist natürlich mal wieder typisch Maruna. Toll. Ich habe einen Quarz gehabt. Gut, dann gehe ich noch mal ganz kurz ein bisschen Quarz farmen. So, Freunde, einmal kurz mit der Glück-3-Spitzhacke im Nether gewesen. Und schon haben wir ein paar Quarz. Achso, warte mal, ich muss hier ja immer drauf drücken, dass es mehr werden. Warum? Also ich habe keine Torches mehr. Ey, Mann. Achso, warte, jetzt muss ich wieder erst... Egal, kommen wir. Ballern rein, wir ballern rein. So. Gut, jetzt haben wir 23 davon noch. Bräuchte man noch ein paar von denen hier. Da brauchen wir wieder Redstone Torches. Und jetzt habe ich, glaube ich, gar kein Holz mehr. Wir haben so Mangelerscheinungen von so unnötigen Sachen. Das gibt es gar nicht. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Stein. Doch, Stein haben wir genug. Okay.
Zum Glück haben wir hier direkt vor Ort ein paar Häuser, ein paar Bäume angepflanzt. So kriegen wir wenigstens genügend genügend Holz zusammen. So, 35 davon. Davon brauchen wir noch viel mehr. Ich glaube, ich mache da noch mehr Sticks. Machen wir hier nochmal ein Stack Redstone Torches. Dann haben wir hier noch ein bisschen Redstone. So, aber warte mal, damit können wir eigentlich schon wieder nach unten gehen. Und dann da mal ein bisschen weiter farmen. Aber warte mal, ich hatte doch hier. Achso, ja, klar. Muss ich natürlich erst wieder aktivieren. Die XP nehmen wir nämlich noch mit. Oder macht es Sinn? Ne, ich lass mal durchlaufen. Können wir ja später, Ende der Folge, vielleicht nochmal reingucken. Wenn wir auch die Spitzhacke repariert haben. So, dann läuft das nämlich mal wieder. Wo kommst du denn her, ey? Kommt er einfach hier? Kommt er einfach hier angedampft und denkt, er könnte mich hier... Ich weiß nicht, ob ich hier zu wenig ausgeleuchtet habe. Also da muss ich dann auf jeden Fall mal drauf achten, dass ich hier genügend Licht habe. So, dann einmal die... So, dann haben wir da die Redstone Torches. Moment, hier brauchen wir keinen. Da auch nicht. So. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Holz. Können wir noch ein paar Kisten machen. Es wird so nach und nach hier entstehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich... so schnell sein wird, dass ich hier alles fix und fertig bekomme. So. Gut, dann können wir hier aber eigentlich schon die Lage Cobblestone drauflegen. Sieht so krass aus hier unten, voll die Baustelle. Wenn hier unten irgendwann ein Creeper explodiert, dann drehe ich am Rad. So. Habe ich? Warte mal. Musste ich die einstellen? Ne, die ticken auf 1. So, die sind alle versorgt. Dann brauchen wir Wasser. Da wäre vielleicht mal sinnvoll, wenn ich mir hier unten einfach eine unendliche Wasserquelle baue. Weil Wasser werden wir hier noch ein paar Mal benötigen. Nein! Sorry für die Ausdrucksweise, aber der hat mir jetzt... Das wird ja typisch. So. Der hat mir jetzt nämlich da hinten die Redstone Torches zerstört. Darf ich jetzt alle nochmal neu setzen? Ey. Moment, hier nicht. Da. So, und was ich glaube ich eigentlich auch vergessen habe, ist... die Seeds reinzulegen. Ah ne, die Seeds müssen ja glaube ich nur oben rein, ne?
Kannst du mal ganz vorne gucken? Ja, hier. Ja, nur in die obersten kommen die Seeds. Okay. Gut. Zack, zack. Und jetzt fällt mir auf, das war sogar doof, dass ich das Wasser schon platziert habe. Ach nee. Hä? Warte mal. Warum schiebt er hier das Wasser zurück? Warum schiebt er das Wasser hier zurück? Das soll er nicht machen. Können wir dann Faden oder so spannen? Das probieren wir gleich aus. Aber erstmal muss ich hier nochmal die Steine wegmachen. Weil da kommt ja natürlich eine Hopperei hin. Was sind das für Sounds? So, hier kommt eine Hopperei hin, dann kommen hier auch wieder Hopper hin. So. So ist das nämlich eigentlich. So, dann hole ich mal, gucke ich mal gerade, ob ich hier irgendwo einen Faden habe. Habe ich natürlich nicht. Da passt. Da haben wir noch keine Seeds drin. Mal welche, dann müssen wir nämlich hier drüben noch mal die hier voll befüllen, dass der uns hier nicht falsches Zeug reinhaut. So, die müssten jetzt alle passen. Ich brauche einen String. Ich habe keinen String hier. So, ich hoffe, dass ich es gleich habe. Die XP, die lassen wir jetzt mal noch drin in den Dingern. Die werde ich in der nächsten Folge rausholen. Ein bisschen Logikarbeit gerade. Ich hoffe mal, dass ich das hinbekomme. So. Jetzt ist halt die Frage. Wenn wir hier jetzt was hinwerfen da hinten. Ja, dann saugt er das ein. Mhm. Ist ja klar. Warum sind hier Seeds drin? Was ist denn hier los? Natürlich nicht da rein. Ich mach mal hier Redstone rein. Dass wir das einfach blockieren. Ach, das ist immer, wenn ein Ding weggeht. So.
nee. Deshalb, weil die hier liegen bleiben. Hä? Sind die jetzt irgendwo aufgesogen? Oh, hier ist frei. Ist auch frei. Nee, ey. Oh, dieses Einstellen, ey. Redstone. Okay. Nächster Versuch. So. Nether Quartz, komm her. Netherrack, komm her. So, wenn ich das hier jetzt hinmau. Gut, es fährt drüber. Über den Ding, auch wenn da ein Faden ist. Das wollten wir ja testen. Gut, dann brauchen wir nämlich das so hier. Wenn ich ja, toll, aber der Faden geht weg. Wie macht man das? Bin ich so ein Noob oder was? Trapdoor? Trapdoor könnte eine Möglichkeit sein. Jetzt habe ich bestimmt wieder kein Holz mehr. Doch. Trapdoor. Ich habe keinen Platz mehr. Viel schlimmer. So. Trapdoor hier oben dran. Und dann Wasser hier unten. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, das sieht jetzt mal professionell aus. Gut. Okay, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Test. Und zwar von oben direkt. Wir schmeißen da jetzt einfach Sachen rein, die neu im System sind. Wir haben Redstone drin, wir haben kein... Moment. Cleanstone haben wir drin. So. Wir haben kein Diorit drin. Wir haben kein Andesit drin und kein... kein Granit. So. Allerdings brauchen wir das stackweise, das Zeug. Und wenn die ganze Geschichte funktioniert, dann müsste das unten gleich in den richtigen Kisten drin sein. Ich bin gerade am Überlegen. Ich werde mal schnell ein bisschen reparieren. Meine gute Picke nämlich. Ich brauche noch Diamanten. Hey. Nichts im Kopf, der Kerl. So, Picke rein. 1, 2, 3, 4 Dias. 35 Level, ey. Mein Bogen müsste ich auch mal reparieren. Er kostet 9. Das kostet 9 Level. Habe ich noch irgendwo einen anderen Bogen? Nö. Sollte ich vielleicht nochmal einen neuen machen. So, was kostet die ganze Geschichte jetzt? Immer noch 9 Level. Das ist gut, das ist gut, das können wir dann machen. So, dann hole ich mir hier mal gerade ein paar XP raus, wollte ich sagen. Ist aber gerade nichts drin zum Brennen. Machen wir so. Okay, er tickt noch, das ist gut. Also wenn es geklappt hat, müsste jetzt nach dem Eis... Hier ist natürlich nichts mehr drin. Ah. Jetzt wollte ich mir gerade die Level hier mal rausholen. Reicht ein Holzblock? Sieht ganz so aus. Alter, wir hatten wie viel Level? Das lohnt sich, das lohnt sich, das glaubt ihr gar nicht. Aber nun ja, jetzt bin ich schon wieder fast am allergrößten Maximum hier angekommen. Was wir hier, also mit Kaktus lohnt sich richtig. Kelp zu brennen lohnt als XP-Farm jetzt nicht wirklich.
So. Der tickert noch. So, jetzt müssten wir hier in diesem. Ist der Andesit drin? Aber wieso schaltet denn der nicht? Das passt auch. Das passt alles, aber. Aber das Redstone-Signal schaltet nicht. Nur die Frage, warum? Nice. Irgendwo einen Fehler eingebaut. Ey, das mag ich natürlich an Redstone. Aber das passt doch alles, das ist doch alles gleich. Die sind nicht verbunden mit dem Dropper. Die sind falsch rum angebaut. Habe ich natürlich toll gemacht. Jetzt hat er natürlich wieder alles durchgeschmissen. Nee, hat er nicht. Jetzt ist nur die Frage, komme ich von vorne da dran oder nicht? Ja, ich komme dran, okay. So. Wenn wir jetzt hier reingucken, funktioniert es. Also, die waren einfach nur falsch dran gebaut. Wir haben hier unten jetzt schon Diorit, Granit und Andesit drin. Das heißt, okay, wir müssen darauf achten, dass die richtig rum platziert sind. Dann funktioniert die ganze Geschichte. Vor allem funktioniert die Geschichte da oben mit der Trapdoor. So, das soll es jetzt aber heute gewesen sein. XXL-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir gucken, dass wir hier weiterbauen. Bis dahin, haut rein. Macht's gut. Tschüss.